herzlich willkommen zum Einbauvideo der Gasdruckfeder für euren Q4 e-tron. Was werden wir alles behandeln bei unserem Einbau? Zum einen, welche Teile sind beigepackt bei dem Set für die Gasdruckfeder? Zum zweiten, welches Werkzeug werdet ihr benötigen? Und natürlich dann zum dritten, im Detail erklärt die einzelnen Einbauschritte. Aber ihr werdet sehen, es ist wirklich ganz einfach. Ich würde sagen, dann starten wir. Im Set der Gasdruckfeder ist jetzt einmal inkludiert natürlich die Gasdruckfeder und einige Kleinbauteile. Einmal ein Winkel mit einem Kugelkopf drauf, ein Kugelkopf mit einem Innengewinde, eine Unterlegsscheibe und eine Kunststoffabstandscheibe. Als Werkzeug benötigt ihr drei Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 10, 12 und 13. Zusätzlich, wenn ihr die Gasdruckfeder wieder einmal ausbauen wollt, einen Schlitzschraubendreher. Zeige ich euch nachher auch den Ausbau. Und recht praktisch und sinnvoll ist auch eine Decke oder ähnliches. Ich habe so hier eine Anti-Rutschmatte, um beim Einbau eventuelle runterfallende Kleinteile nicht zu verlieren und eben auch vor allem nichts zu zerkratzen. Es geht jetzt darum, dass wir an zwei Punkten eben die Kleinteile anschrauben. Einmal hier bei der Befestigung der Motorstrebe und einmal hier bei der Arretierung oder den Sicherheitshaken für die Motorhaube. Nun befestigen wir zuerst den Winkel mit dem Kugelbolzen an der Motorhaubenstrebe. Zu diesem Zweck öffnen wir mit dem Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 13 die M8-Schraube, die vordere M8-Schraube. Die ist in der Regel gar nicht so fest angezogen und lässt sich relativ leicht öffnen. Eben wie vorhin erwähnt, unbedingt darauf achten, dass die lose Schraube nicht in den Motorraum fällt. Denn wir benötigen sie einerseits noch und andererseits wäre es nicht gut, solche Metallteile im Motorraum herumliegen zu lassen. Wie gesagt, jetzt nehmen wir den Winkel mit dem Kugelbolzen, setzen ihn hier auf und befestigen den Winkel mit der gleichen Schraube so, dass das rechte Eck des Winkels am hinteren Schraubenrand steht, dass es verdrehsicher montiert ist. Dann wieder ungefähr mit der gleichen Kraft, ca. 10-12 Newtonmeter, die Schraube befestigen und dieser Winkel ist schon eingebaut. Das war es an der Stelle schon. Jetzt wechseln wir zur Motorhaube. Nun zum zweiten Teil des Einbaus. Wir öffnen nun diese Mutter, die untere Mutter der Motorhaubenarretierung. Zu diesem Zweck brauchen wir zuerst den Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 10 und schrauben eben die Mutter, öffnen die Mutter hier an dieser Stelle. Geht normalerweise auch relativ einfach, da er nicht mit Lack oder sonstigem Klebstoff verklebt ist. Diese Mutter bitte aufbewahren, ihr braucht sie jetzt nicht mehr, aber vielleicht später, wenn ihr die Gasdruckfeder wieder ausbauen möchtet und den Originalzustand herstellen möchtet, müsst ihr die Mutter wieder verwenden. An dieser Stelle befestigen wir jetzt den Kugelkopf mit dem Innengewinde. Als Lackschutz und als Abstandhalter setzen wir die Kunststoffscheibe auf, danach eben die Unterlegscheibe und zu guter Letzt eben den Kugelbolzen mit dem Innengewinde. Nehmen den Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 12 und schrauben den Kugelbolzen fest. Wieder nicht sonderlich fest, in dem Fall 5-6 Newtonmeter reichen. Soweit so gut, das war's schon mit den baulichen Arbeiten. Jetzt setzen wir die Gasdruckfeder ein. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem einfachsten Teil des Einbaus. Und zwar, wir setzen die Gasdruckfeder ein, indem wir die Kugelpfanne einfach auf den Kugelbolzen aufsetzen und mit einem leichten Druck einrasten lassen. Der Kolben der Gasdruckfeder auf der unteren Seite einfach, wie gesagt, aufsetzen, aufdrücken und einrasten lassen. An der Motorhaubenseite muss man dann zuerst die Motorhaubenstrebe entnehmen, die Motorhauben in die gewünschte Position und die notwendige Position bringen, aufsetzen, aufdrücken, einrasten lassen. Und das war's.
die leichte Gängigkeit der Motorhaube überprüfen. Das letzte Drittel in etwa oder die Hälfte fährt er automatisch hoch. Und das war's. Jetzt können wir auch gleich den Frank einsetzen. Hierzu gibt es ja ein extra Einbauvideo. Aber der Einbau ist so einfach und simpel. Einfach aufsetzen. Festen Sitz kontrollieren. Aufsetzen, aufdrücken und festen Sitz kontrollieren. Um die Gasdruckfeder wieder auszubauen, benötigt ihr einen Schlitzschraubendreher. Den Schlitzschraubendreher quetscht ihr ein wenig in den Schlitz der Kugelpfanne und bringt diese Feder etwas nach vorne. Und wenn sie in der vorderen Position ist, dann könnt ihr den Kugelkopf oder die Kugelpfanne vom Kugelkopf lösen. Ich zeige euch das Ganze nochmal im Auto. Einfach reinfahren, die Feder etwas nach vorne schieben und wie gesagt, dann lässt sich die Kugelpfanne leicht vom Kugelkopf lösen. Okay, das war's von meiner Seite. Der Einbau, wie ihr seht, von beiden Sachen, Gasdruckfeder und Frank, ist sehr, sehr einfach. Bis zum nächsten Video, euer Josef von der Firma Frank.at.